Jo Leute, ich darf heute noch mal was aufreißen. Und zwar in diesem Sinne so eine schöne weiße Pappbox. Und zwar, um genau zu sein, ja, Special Guest Yuki Shimizu. Sprich, ich habe das gekauft wegen der Kira, die da drin ist. Da ist, glaube ich, ein Elfisch Spirit Guide drin. Ein Eidolon. Ja, beim Rest weiß ich jetzt nicht mehr. Auch schon sehr schön, ne? Also das Siegel ist vom Transport auch schon ganz dezent weggeflext. Egal. Schauen wir mal rein. Thank you for being part of Secret Lab. Ja, ihr mich auch. So. Einmal in the Trash Bin. Haben wir wieder diesen wunderschönen, also ich finde die echt schnieke. So zum Rausleiden. Also, das sieht schon echt wieder mal sehr geil aus. Und was ich jetzt schon wieder direkt bemängeln werde, ist, die Dinger gehen mega leicht auf. So. Sehen wir auch schon direkt das erste Tier. Ist ja langweilig. Achso, da war noch hinten Dreck drunter. Den lassen wir auch mal da drunter. Jetzt versuchen wir das Ganze hier mal abzupopeln. Und halt mir direkt alles in zwei Teile reißen. Und nachher alles vollkleben. Also dahinter ist auf jeden Fall schon mal eine Magic-Karte. Kann man sehen. Da steht Magic. It's Magic. So. Ja, ich fummel die Dinger hier mal direkt ab, bevor das nachher irgendwo draufklebt. Zum Beispiel auf der Playmat. Als Kind hat man sowas geliebt. Ne? Irgendwas abpopeln. Die sind auch tatsächlich nicht curled. Und ich sehe bis jetzt keine Printlines. Bis jetzt sieht's gut aus. Bis jetzt. Und das Ding ist... Oh Gott, ist das so. Jetzt sind wir drauf. Also das hier ist so Kaliber Collector Booster vom Schwierigkeitsgrad her des Öffnens. So. Hier haben wir einen Hokori Dust Trinker. 4 Mana für 2 weiße und 2 beliebige. 2/2. Legendary Creature Spirit. Lands doesn't untap during the controller's untap step. And at the beginning of each player's upkeep, that player untaps a land they control. Ich weiß gar nicht, kann der im Death in Texas gespielt werden? Die Regie sagt ja. Artwork-mäßig, ich finde den echt schön. Also wenn man sich den mal ein bisschen näher anguckt, der ist echt schön. Ich meine, das hier sieht so ein bisschen aus wie so ein Dune-Wurm mit Reißzähnen anstatt hier so einem Sägezahn-Maul, aber schön. Eins, was mich nur ein bisschen aufregt, ist die Quali von der Edge, aber dazu ein bisschen ausgefranst. Wenn man da drüber streicht, geht das weg. Erstmal den Müll weg. Da ist die Karte, weswegen ich den Drop geholt habe. Kira, Great Glass Spinner. Ja. Für 3 Mana, 2 blauen, beliebiges, eine 2/2er. Legendary Spirit mit fliegend. Und Creatures you control have, whenever this creature becomes the target of a spell or ability, the first time each turn, counter that spell or ability. Richtig schönes Teil. Kann man in relativ vielen Listen spielen. Also ist eigentlich eine Sideboard-Option und ich habe die halt für den Pool. Und da ich ja Full Art spiele, nehme ich lieber die. Und die sieht auch richtig geil aus. Also es ist ja eigentlich eine Qualle. Oder sieht eigentlich aus wie eine Qualle auf dem Original-Artwork. Das sieht schon cool aus. Och, das ist wie so ein entwickelter Embryo. Cool. Das hier. Yes. Eidolon of the Great Revel. Für 2 rote und 2/2er Spirit. Whenever a player casts a spell with mana value 3 or less, Eidolon of the Great Revel deals 2 damage to that player. Ein richtig schönes Artwork, wie ich finde, mit dem schönen Rot. Also passt mega geil im Burn-Setup rein. So eine wunderbare Karte. Schön hier mit so einem Bär, der abfackelt. Also es sieht aus wie ein Bär, der abfackelt. Sehr geil. Also Spirit. Ja, der Elfisch Spirit Guide wird wohl auch ein Spirit sein. Jupp, das ist ein Elf Spirit. Also der Einzige, der mehr als nur ein Spirit ist. Der hier hat sogar einen Job. Ja, den dürfte eigentlich jeder kennen. Für ein grünes und 2 beliebige, 2/2er, den kannst du exilen from the hand und kriegst ein grünes. Also auch
ein Wunder. Also das ist wirklich ein wunderschönes Artwork für das Tier. Wenn man den sonst so aus der Old Border kennt, der hier ist schon richtig, richtig hübsch. Also, der ist schon schön. All over. Playable. Wunderschöner Drop mit wunderschönen Artworks. Und dich behalte ich. Den Hidden Track haben wir. Den Hidden Track. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist curved. Also, literally. Ne? Kann man mit Halfpipe spielen. Kann man Pringles draus machen. Dann gucken wir mal, was ist. Ein Horn Sliver. Aha. Grüße raus an den Judge-Kollegen, der Sliver sammelt. Du tust mir leid. für ein grünes und zwei beliebige. Ein 2-2er Sliver. All Sliver Creatures have Trample. Und ich kann es kaum glauben, dass ich das bei einem Opening sage. Es ist eine Secret Layer Foil ohne Printlines. Das ist ja mal wow. Ich finde den trotzdem hübscher. So, und damit zurück ins Studio.